Ach so, ach drei. Okay, warte mal. Das müssen wir dann anders machen. Also bei drei. Bei drei müssen wir dann mal anfangen, ernsthaft zu spielen. Ne? Also. So geht's ja nicht. So geht's ja dann nicht. So. Ausdauer. Gesteigerte Ausdauer. Dann. Können wir hier nochmal so ein bisschen Lebenspunkte oben drauf kippen. Ich habe sogar noch mehr auf dem Hut. Was ist denn hier los? Ich könnte die Kräfte nur einmal am Tag einsetzen. Ach, das ist der Adrenalinschub. Ich wollte das da. Eieieiei. Nehme ich auch hier ganz wunderbar in die Zange. Lassen sich hier nicht gegeneinander ausspielen. Da sind zwei. Da ist noch einer, der ist komplett frisch. Oh, scheiße. Nee, Leute, nee. Nee. So, hier das nicht. Lydia! Es wäre jetzt an der Zeit für deinen heldenhaften Auftritt. Einer tot. Zwei tot. Ich glaube fast, die mögen dich nicht. Ah, wie kommst du darauf? So, ha. Kloppen wir den kurz zu klar. Vielleicht gehen wir auch noch mal ein bisschen in die andere Richtung. Da. So. Na, und? Ich sag euch, Leute. Das ist anstrengend. Na. Aber haben wir geschafft. Lydia chillt immer noch draußen. Sie hat beschlossen, sie möchte diesen Teppich nicht kaufen. Naja. Ich kann es ihr nicht mal so richtig verübeln. Sieht aus, als hätte jemand mit Fischertechnik gespielt, auf die brutale Art. Ja, was soll ich sagen? Sind Stehaufmännchen. Stehaufröllchen. Weiß doch auch nicht. Stehaufröllchen ist, glaube ich, keine Formulierung, bei der ich bleiben möchte. Okay, aber haben wir. Gut. Drück mal hier so auf den Speichern-Knopf. Heieieiei. Hier liegen so kleine rote Bolzen rum, die ich nicht aufnehmen kann. Ich bin ein bisschen neugierig, warum.
Da hat sich was bewegt. Ach, das hat sich bewegt. Warte. Wird so nischt. So. Wo ist der Hallerson? Was ist denn jetzt mit dem Licht los? Ach, die Sonne ist gewandert. Jetzt kommt sie von da hinten und beleuchtet den Greenscreen anders. Was will man denn hier drehen? So. Besser. Weil die noch glühen, möglicherweise. Genau. So. Hallerson, Prosit. Nordlicht, Jency, das ist die Sonne. Wenn die von Norden kommt, Raubfriese, würde mich das überraschen. Und Hallerson gerne doch. Oh. Wer sich fragt, worum es geht, der sollte zur Kenntnis nehmen, dass wer zum Start von 2024 nicht nur 12, sondern vielleicht sogar 24 Stunden Skyrim haben möchte, am Samstag gerne mal beim Herrn Hallerson vorbeischauen kann. Da hat der nämlich seinen 12 Stunden Skyrim-Stream. Im Gegensatz zu mir, der ja hier nur schon irgendwie mittendrin ist, steht der gute Herr Hallerson allerdings ganz am Anfang. Das heißt, da könnt ihr quasi dann nochmal so die ersten Schritte mit beobachten. So, weg damit. Aua! Was soll das denn hier? Drech! Wird man hier so angeblitzdingst aus dem Hinterhalt. Oben geht's weiter, aber wie komme ich denn da hoch? Oh, so. Da muss ich hier das Meisterschloss öffnen. Okay, da muss ich mich umziehen für. Schloss knacken, Schloss knacken. Hust, hust. Dann versuchen wir das jetzt nochmal. Da hat sich was bewegt. Habt ihr das gesehen? Okay, wir müssen weiter rum. Fast weiter rum. Hm. Jetzt zu weit, ne? Ja. Komm schon. Irgendwo da sitzt der Punkt. Der da. Hüa! Na, herzlichen Dank. Komme ich jetzt hier auch rein, oder? Na, das war ja erfolgreich. Ha! So. Erstmal wieder anderen Schmuck. Sieh dich, Spinni. So.
Yes, sir. Take it. They'll hate you for it. But that's the point of the gentleman. He can be the man of honor. He can make the choice that no one else wants to make. The right choice. Beginnen wir doch mit dem nächsten Ziel. Intermedius! Dankeschön für deinen Geschenksab an den Herrn Hallason. Herr Hallason, viel Spaß mit den Emotes. Ja, warum nicht gleich mal am nächsten 12-Stunden-Stream arbeiten? Ist, ich sollte mich wahrscheinlich nicht beklagen. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. Aufschließen. Wieder. Oder einfach 24 Stunden. Nee. Nee, sorry, Leute. Also, lieb, aber das schaffe ich nicht. So, das wäre offensichtlich die andere Strecke gewesen, wenn ich das Meisterschloss hier hätte nicht knacken wollen. Okay, weiß ich Bescheid. Unvorbereitet ist auch echt nicht ohne. Es ist, ich verknuse die 12 Stunden relativ gut, aber ich glaube, bei 24 Stunden wird's hart. Das ist einfach nochmal eine andere Hausnummer, vorbereitet oder nicht. Hi. Mercer ist hier gewesen. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Naja, natürlich ist der hier gewesen. Also, was hast du denn erwartet? Oh, was ist hier los? Oh, man versucht mich in ein Pokémon-Fan-Battle zu auf Threads zu ziehen. Das mache ich dann später. So, das mit diesen Banditen da hinten. So haben Brynjolf und ich sie gefunden. Mercers Werk. Wir müssen zu ihm aufschließen, bevor es zu spät ist. Na, ich bin bereit, gehen wir. Wir sollten vorsichtig vorgehen. Ich würde mich nicht wundern, wenn er uns noch ein paar Überraschungen hinterlassen hätte. Vielleicht eine Party. Würden die 12-Stunden-Stream machen, 24-Stunden-Stream machen, 12 sind schon grenzwertig. Wie gesagt, also 12, das ist so ein bisschen tagesformabhängig. Es gibt Tage, da merke ich's. Es gibt Tage, da... Es ist jetzt nicht ganz eine Party, aber es beginnt mit einem Stern. Das ist doch schon mal was. Aber es gibt Tage, da komme ich damit relativ gut klar. 24 Stunden ist dann halt aber ja einfach mal nochmal das, also nochmal dasselbe hinten dran. Ich glaube, das verkrafte ich dann nicht mehr so gut. Oh. Da muss ich auch sagen, nee, danke. Wir könnten halt dann... Was ist das? Hä? Es ist Mercer. Seht, da unten. Ich kümmere mich darum, Mädchen. Warte mal. Wo ist er denn? Verdammt, wir kommen nicht durch. Ach, nee. Sind doch aber auch Falmer da unten, oder? Er spielt mit uns. Er will, dass Ach, wir da. Ihm folgen. Ja, Mädchen. Und wir sind bereit für ihn. Gehen wir weiter. Mercer ist hier. Das spüre ich. Ja, wir haben ihn gerade gesehen. Du Dussel. Ah, na gut, dann wollen wir mal. Steht da unser Name auf dem Stern? Vielleicht. Vielleicht sind wir eigentlich auch der Stern. Wie groß das ist. Habt ihr so etwas schon mal gesehen, Mädchen? Eigentlich nicht. Stellt euch nur die verborgenen Reichtümer in diesen Mauern vor. Ja, alles kalter Kaffee haben wir schon dreimal gemacht. Hier Gifte. Ja.
So. Hier ist nichts weiter Spannendes. Bei Nocturne als Gnade, ich werde euch besiegen. Fall mal Kriegshetzer gleich. Wartet mal. Ich möchte gerne. Jetzt geht's. Bin vergiftet worden. Oh nein, oh schlimm. Meine Klinge dürstet nach eurem Blut. Ah, da mussten wir jetzt kurz nochmal vorsichtig sein. Jetzt müssen wir gegen das Gift anheilen. Aua! Wer schießt denn da? Diädrische Pfeile. Wer schießt denn da diädrische Pfeile und warum habe ich keine? Alter Falter. 250? Wollte schon sagen, unsere ist besser, aber die ist gar nicht schlecht. So für hm. Ja, warte, ich mach dir hier mal die Tür auf. Warum machst du das eigentlich nicht selber, Mr. Diebesgilde? Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre das hier ein Hindernis für dich, oder? Mal ernsthaft. Sei jetzt keine faule Socke. So. Schön, dass die auch einfach genau nichts getroffen haben. Naja. Das wäre schön gewesen. Irgendwas wird es ja wohl tun. Da oben ist der sehr unhöfliche Mensch. Wie ist der denn da hochgekommen? Und wie komme ich da hoch? Gar nicht. Frech. Na dann würde ich sagen, es ist Zeit für ein Duell. Nicht so richtig, ne? Doch, da passiert was. Wartet mal. Ah, wir haben es ja, ne? Können wir da einmal was machen? Und nochmal. Und dann können wir da auch nochmal. Und dann prickelt der nämlich schön im Bauchnabel. Aber das können wir ja so nicht lassen. Das geht ja nicht. Oh, der nervt ja die ganze Zeit von da oben. Sie macht ein bisschen komische Geräusche, wenn sie getroffen wird. Oh, der ging daneben. Ja, fast. Da ist er. Na dann.
Haben wir denn jetzt hier unsere Ruhe? Dieser Fiber hatte wenigstens, wie es sich gehört, zwei Ohren dabei. Er hat bestimmt hervorragend gehört. Dädrische Pfeile. Nice. Aber das Gefühl, unsere Leute schießen mit dädrischen Pfeilen. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Schade. War schon schade. Ich hätte gern mit dir gekämpft. Stattdessen bist du einfach in den Ventilator gerauscht. Ja, bin ich jetzt allerdings auch. Euer Schicksal ist besiegelt. Ja! So, nun aus! Ja! 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 Ja, wir lassen hier jetzt mal nichts anbrennen, ne? Brynjolf macht das schon. Gibt Messerarbeit zu erledigen. Und hinter uns ventiliert es weiter. So, was haben wir hier noch Schönes? Ah, das Charos-Chitin hätten wir jetzt nicht gebraucht. Sortiere ich bei Gelegenheit raus. Hier ist nix. Können wir da oben nochmal gucken. Hier liegt noch so ein Bergensphären-Dings da. Jetzt habe ich natürlich wieder das Falsche angeklickt. Zumindest gute Luft im Dungeon. Ja, finde ich auch. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich verstehe zwar nicht, warum sie die Ventilatoren nicht an die Decke gemacht haben, aber wer weiß, vielleicht gab es da irgendwelche baulichen Gründe. Die Zwergenstreitaxt kann raus. Das ist aber nicht das, was ich aufgenommen hatte. Das Chaos-Chitin kann weg. Naja, gut, sei es drum. Spinnenschutz, meinst du, dass die da oben nicht zerhäckselt werden? Das kann natürlich sein. Vielleicht haben die hier Spinnen drin, die unter Naturschutz stehen. Das ist denkbar. So, dann ist hier das Tor zu. Das ist schlecht. Oh. Noch aktiv, der ist noch aktiv, okay. Kann es sein, dass ich da oben noch mal am Hebel ziehen und mich dann beeilen muss? Da hinten ist auch noch ein Hebel. So. Schnell darüber. Los, los, los. Noch läuft's. Ja. Jetzt nicht mehr. Ah. Ah. Ob ich doch einen Tick zu langsam war? Ob die Reihenfolge wichtig ist?
Das vorherige lief in die falsche Richtung. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine richtige und eine falsche Richtung gibt, Lemeriel. Aber schön, dass du reinschaust. Oh, warte mal. Gucken wir mal, ob wir so mehr Zeit gewinnen. So. Jetzt geht's auf. Puh. Ich bin drin. War gar nicht so schwer. So. Der Bot ist etwas schwer von Kaffee. Ja, das ist richtig. Raubfriese. Bartholomew ist einfach schon alt. Also, ich hab ihn lieb, aber er hat halt oft das Problem, dass während er in die Küche geht, um den Tee zu machen, er vergisst, für wen er war. Deswegen ist es leider ein bisschen random, wer ihn kriegt. Spielst du gerade einen bestimmten Bild? Nö, also, ja, also. Im Grunde schwere Rüstung, Schild und Einhandwaffen. Das ist so unser Hauptfokus. Und als das halt ausgelevelt war, wie du siehst, wir sind ja schon ein Weilchen dabei. Lässt du eine Fähigkeit legendär werden, wird sie auf 15 zurückgesetzt, erhältst du auch auf verwendete Talentpunkte zurück. Möchtest du das wirklich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden gleich speichern. Ich hatte das bisher nicht gesehen und das mal ausprobieren. Genau. Als das voll war, habe ich dann angefangen, Zweihandwaffen zu benutzen. Da sind wir jetzt auch schon relativ weit. Bögen halt so ein bisschen nebenher. Hauptsächlich für so besondere Situationen und die Drachen. Ja, und ansonsten so nebenher so ein bisschen was. Ne? Redekunst zum Verkaufen. Wiederherstellungsmagie für die Heilung, Verzauberung und Schmiedekunst, um dann besseres Equipment machen zu können. Magisch tatsächlich so gut wie nichts. Also eigentlich nur Heilzauber. So, ich habe jetzt mal gespeichert. Wir versuchen das jetzt mal mit dem Legendären. Da bin ich jetzt nämlich gerade ein bisschen neugierig.